herzlich willkommen zu den Webtipps bei QSO4U Tech. Die 18. Folge haben wir jetzt bereits und wir müssen mal wieder ein bisschen über Datenschutz sprechen. Deswegen möchte ich euch heute mal eine Suchmaschine vorstellen, die nicht wie Google und Co. euch trackt, sondern die ein bisschen auf den Datenschutz achtet. Beziehungsweise diese Suchmaschine, nämlich DuckDuckGo, hat sich mittlerweile darauf spezialisiert, eben den Nutzer nicht zu tracken in dem, was er macht. Die Suchmaschine funktioniert ganz gut. Viele bei uns aus der QSO4U Crew benutzen diese Suchmaschine bereits anstatt Google oder Yahoo oder sowas. Man muss allerdings dazu sagen, dass die Ergebnisse, das muss man fairerweise sagen, nicht alle von DuckDuckGo selber kommen. Also DuckDuckGo hat zwar seinen eigenen Webcrawler im Einsatz, der crawlt aber meistens nur die ganz, ganz großen Webseiten, um dann die Inhalte, sag ich mal, recht gut aufzubereiten. Ansonsten funktioniert die Suchmaschine wunderbar. Im Firefox ist sie bereits integriert. Man kann die hier auswählen und kann die als Standardsuche, das können wir mal kurz machen, also hier auf die Lupe Sucheinstellungen, und dann kann man hier einstellen DuckDuckGo. Man kann sogar sagen, dass Suchvorschläge bereits oben in der Adresszeile angezeigt werden sollen. Und das Schöne an DuckDuckGo ist, dass die eben nichts speichern und die Ergebnisse sind von der Qualität her trotzdem recht gut, da die eben aus allen möglichen Suchmaschinen sich bedienen. Für die Technik-Freaks unter euch, das ganze Teil funktioniert mit FreeBSD und Nginx als Webserver. Und wir können jetzt hier mal zum Beispiel mal nach QSO4U suchen und wir werden da auf jeden Fall QSO4U finden. Es sind auch bereits Bildersuchen integriert, also man wird auch Bilder finden. Ach, da gucken wir an, unser Best of und der Georg von uns, Mensch. Das wird auch funktionieren und man kann auch natürlich zum Beispiel nach Microsoft, ich will jetzt mal zeigen, wie DuckDuckGo das Ganze aufbereitet. Die haben hier natürlich auch verwandte Themen und haben hier oben gleich den Wikipedia-Artikel verlinkt. Das ist natürlich ähnlich, das kennt man von Bing, das kennt man von Yahoo, das kennt man von Google. Deswegen, das hat sich da ändert sich nicht viel. Ich kann jetzt auch mal zum Beispiel eingeben Berlin und da wird man dann auch zum Beispiel DPA-Meldungen finden. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal eine Postleitzahl, da fällt mir jetzt gerade die ein von Coburg, eingibt, dann kann es manchmal auch passieren, dass da auch eine Karte auftaucht, nur die taucht jetzt im Moment gerade nicht auf. Die Karte basiert dann auf OpenStreetMap, das ist so eine offene Kartenlösung, sag ich mal. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Routenplaner sucht, dann müsst ihr leider Gottes wieder auf die klassischen Angebote zurückgehen. Das ist lediglich eine Suchmaschine. Aber dafür macht die eigentlich das, was es soll, und achtet auch auf den Datenschutz der Kunden. Im zweiten Teil der Sendung kümmern wir uns jetzt mal um das Thema Mailing. Für Leute, die zum Beispiel einen eigenen Mail-Server betreiben, beziehungsweise eventuell auch einen Freemailer benutzen und wundern sich, warum die Mails eventuell nicht ankommen oder warum die ständig im Spam landen. Die können mit dieser Seite relativ schnell testen, ob die Funktion ihres Mail-Servers bzw. ihres Mail-Providers auch funktioniert. Das Ganze ist recht simpel aufgebaut. Man schickt einfach eine Mail an diese Adresse hier und man bekommt dann relativ schnell ein Feedback, ob das Ganze denn erfolgreich war. Das Ganze werden wir mal kurz testen. Dazu gehe ich mal auf meinen Freemailer. Einfach mal unsere Testadresse ein, melden uns an, ich hoffe, das klappt noch. Ja, sieht ganz gut aus. Ja, und jetzt können wir mal eine Mail verschicken an diese Adresse, die uns hier angezeigt wird. Einfach mal kopieren, hier einfügen, und das ist ein Test für QSO4U Tech. Ja, hier steht ein sehr sinnvoller Text. Gut, dann noch einen schönen Smiley hinterher und jetzt geht das Ganze an diese Adresse. Und wir können jetzt hier schon mal die Überprüfung loslaufen lassen.
Und der Mail-Server gegenüber jetzt von mailtester.com wartet jetzt ab und schaut jetzt, Mensch, ist alles in Ordnung mit dieser Mail, und wird uns jetzt gleich einen Report rauslassen. Und da sehen wir auch gleich mal, wie spamgefährdet unsere Mail denn ist. Also wie, ja, wie wahrscheinlich ist das Ganze, dass diese Mail in den Spam-Filter kommt. Und wir sehen hier, wir haben einen Score von 8 von 10. Das heißt also, es ist nicht so wahrscheinlich, dass diese Mail in einen Spam-Filter kommt. Und wir sehen hier auch gleich, ja, was denn hier ein Problem sein könnte, beziehungsweise was hier nicht gut ist. Man sieht hier auch den Mail-Header und mögliche Informationen. Man sieht hier zum Beispiel, ja, ob ein Spam-Assassin, das ist ein Tool für sehr viele Mail-Server, ein Spam-Filter, ob der anschlagen würde. Und hier sieht man auch, dass zum Beispiel diese Mail nicht durch DKIM signiert ist. DKIM, also Domain Keys, wird von Microsoft scheinbar nicht verwendet, aber dafür haben die einen gültigen SPF-Record. Und ja, man ist berechtigt durch die IP-Adresse, das passt soweit alles, und der DMARC ja, konnte überprüft werden. Also man sieht hier auf jeden Fall, wie gut der Mail-Server eingerichtet ist. Und das ist natürlich auch wichtig, wenn man jetzt einen eigenen Mail-Server betreibt, dass man sieht, hat die Mail überhaupt eine Chance. Mittlerweile durch die vielen Spam-Mails gibt es eben so viele Verfahren, die eben ja, abchecken, handelt es sich um einen Spam oder könnte es eventuell ein Spam sein. Und deswegen braucht man eben mittlerweile sowas. Es ist halt das Problem, ich sag mal so, ich bin eigentlich mittlerweile der Meinung, dass man E-Mail ja in naher Zukunft mal beerdigen sollte, aber ich glaube, so schnell wird es nicht passieren. E-Mail wird nach wie vor sehr, sehr, sehr viel genutzt, auch dienstlich, geschäftlich. Und das Problem ist halt einfach, dass mittlerweile immer mehr Spam verschickt wird, und als Betreiber von einem Mail-Server oder von mehreren Mail-Servern besser gesagt, kann ich da ein Liedchen von singen, wie beschissen das doch ist, Entschuldigung, aber es ist so, das ganze Ding zu administrieren und mit dem ganzen Spam und allem Pipapo-Viren, was da reinkommt. Und dann muss man natürlich auch noch dafür sorgen, dass man auch bei den anderen durch diese ganzen Mechanismen durchkommt mit seinen sinnvollen Mails, also dass die nicht als Spam erkannt werden, obwohl es sinnvolle Mails sind. Ja, und dafür hilft eben diese Seite, die dann auch einen, sag ich mal, Richtwert gibt, was kann man an seinem Mail-Server noch verbessern. Scheinbar ist Microsoft gerade irgendwo auf einer Blacklist. Das ist auch ein Verfahren, dass halt eben IP-Adressen von Spam-Mail-Servern geblockt werden über Blacklists. Ja, und wenn man da drauf landet, weil man vielleicht mal virenbedingt, sag ich mal, zur Spam-Schleuder wurde, dann kommen die Mails natürlich auch nicht an. Also man kann das sehr viel nachvollziehen über diese Seite. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Hat mir auch immer mal geholfen. Deswegen meine Empfehlung an euch, wenn ihr irgendeine Mail habt und sagt, Mensch, warum kommt denn die beim anderen nicht an? Was ist denn da los? Klar, es kann entweder am Destination-Server liegen von dem anderen, oder es kann eben auch an eurer Formatierung liegen oder an eurem Mail-Server, dass der vielleicht geblacklistet ist. Und wenn ihr den selbst hostet, müsst ihr natürlich dann selbst aktiv werden. Wenn nicht, dann müsst ihr euch an euren Hoster wenden und könnt ihn dann natürlich auch dieses Protokoll per Mail mitschicken. Das habe ich auch noch vergessen. Es gibt einen Permanent-Link, den man hier kopieren kann. Und dann kann man zum Beispiel seinen Hoster auch das Ergebnis dieses Checks übermitteln, und der kann dann auch gezielt, sag ich mal, rangehen. Und das kann man natürlich auch machen, wenn man jetzt selbst nicht so das technische Verständnis hat und diese Aussagen, die da getätigt werden, nicht so versteht. Aber der Hoster sollte im Regelfall dann trotzdem wissen, worum es da geht, und kann euch da hoffentlich adäquat helfen. Gut, das war schon wieder mehr oder weniger von dieser Folge Webtipps. Ich hoffe, ich konnte euch wieder interessanten Input geben. Wenn ihr uns auch mal was empfehlen wollt und sagt, Mensch, schaut euch doch mal diese Website an, die könnte interessant sein für eine Folge Kurs of your Webtipps, gerne immer her damit. Wir freuen uns über Vorschläge. Einfach eine Mail an redaktion@kursofyou.com oder eben auch einfach eine PM an unseren YouTube-Channel, und wir werden uns das Ganze mal angucken und wenn es uns gefällt, natürlich dann mit in unser Format aufnehmen. Aber das soll nicht nur eine reine Einbahnstraße sein. Ihr könnt da natürlich auch fleißig Input reingeben in unsere Formate. Da freuen wir uns immer drüber. Und
wir können ja nicht im ganzen Web unterwegs sein und ich denke mal, da finden sich noch die ein oder anderen Angebote, die eben auch für uns interessant sein können. Jetzt am Ende noch ein Cover mal wieder als Rausschmeißer, wie ich es immer so schön nenne, von HTM Music oder HT Music 23, einem YouTuber, der recht gute Covers wieder mal hat. Und diesmal gehen wir mal ein bisschen in eine andere Richtung. Das ist jetzt ein Rap-Cover von Alligator. Willst du? Das kennt, denke ich mal, jeder. Allerdings in der Rock-Version. Deswegen viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Euer Steffen Kolb von QSOFU. Keine Hilfe und Fairplay. Gott sei Dank gibt es Film und Fernsehen, da wo ich meine Bildung hernehm. Glaub mir, das wird super. Für deine Story hab ich schon den Grund, weshalb du in deiner Jugendphase gut gelernt bist. Dein Papa kam nicht zu deinem Schultheaterstück. Bei mir finden wir schon was, wo der Schuh gerade drückt. Wir kennen uns seit x Jahren. Du brauchst jetzt nichts sagen. Ich wollte dich fragen, wollen wir den nächsten Schritt wagen? Willst du mit mir Drogen nehmen? Dann wird es rote Rosen regnen. Ich hab's in einer Socke sehen. Willst du mit mir Drogen nehmen? Komm wir gehen zusammen den Bach runter. Komm wir gehen zusammen den Bach runter. Komm wir gehen zusammen den Bach runter. Denn ein Wrack ist ein Ort, an dem ein Schatz schlummert. Jetzt sind wir frei, chillen auf gigantischen. Du musst dann sagen, keiner kann unseren Schmerz dingen. Wir sammeln erstmal fröhliche Kisten und Tage für die Hintermatte. Schnittmontage, schau schon, das wird romantisch. Wenn ich dich halte, damit du nicht auf den Chlorrand brichst. Dann verdienen wir ein Kerzenpaket für die erste WG auf dem Herren-WC. Eine herbstliche Szene, weil es passt. Und ich falle auf die Knie, hol aus meiner Jacke eine kleine Schachtel und du weißt, was abgeht. Willst du mit mir Drogen nehmen? Dann wird es rote Rosen regnen. Ich hab's in einer Socke sehen. Willst du mit mir Drogen nehmen? Komm wir gehen zusammen den Bach runter. Komm wir gehen zusammen den Bach runter. Komm wir gehen zusammen den Bach runter. Denn ein Wrack ist ein Ort, an dem ein Schatz schlummert. Und da brauchen wir epische Fights, wer das lausige Age kriegt. Zuschauer, rauchende Babys, sie werden nicht verwirrt. Sie müssen fertig zu belöffeln und spielen mit vom Körperbau entfernen. Puppenköpfe, du willst raus, bei klischeehafter Flucht in ein Landhaus. Ich brüll denn sowas wie, gleich rutscht mir die Hand aus. Du wirst mir die Kinder nirgendwo hinfahren. Ich werde dich mit der Axt durch ein Labyrinth jagen. Im Winter, weil ich das Bild feier, macht unser Leben filmreif als Till Schweiger. Selection, Drama und Comedy, also was sagst du, Morcherie? Willst du mit mir Drogen nehmen? Dann wird es rote Rosen regnen, um dem Kinofilm die Show zu stehlen. Willst du mit mir Drogen nehmen? Komm, wir gehen.